Hallo zusammen, ich bin der Zanto von Zanto Spirit Gaming. Bevor das heutige Video startet, denkt bitte daran, wenn euch das Video gefallen hat, mich zu unterstützen. Das kann gerne ein Like sein, das kann auch gerne ein Kommentar sein oder am besten auch ein Abo. Das würde mich bei meinen jetzigen und bei meinen zukünftigen Projekten auch mit euch zusammen sehr, sehr unterstützen. Vielen, vielen Dank. Also bitte kräftig auf den Abo-Button klicken. Dankeschön. Hallo zusammen. Und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800. Ich bin der Zanto, das hier ist die alte Welt und wir finden uns gerade auf Higgs, wo ich gerade festgestellt habe, dass hier das Lagerhaus hier wirklich eine absolute Überbelastung hat, wo wirklich überhaupt nicht mehr weiß, wohin mit den ganzen Gütern und so weiter und so fort. Ich sehe schon, dass hier einige sehr, sehr weit ausweichen. Ich sag mal, wir haben mittlerweile über 50.000 Bilanz. Ich sag mal, wir werden hier jetzt diese Lagerhäuser so weit wie es geht ausbauen. Dann werden wir auf jeden Fall schauen, wie jetzt hier dazu, ich sag mal, die Produktion aktuell ist. Schaut mal, Hopfen 25 Tonnen, der Malz auch 25 Tonnen und leider werden nur 16 Tonnen Bier umgesetzt. Das heißt, das müssen wir unbedingt ändern. Das heißt, wir bauen hier natürlich... Die Wirtschaft ist dazu da, die Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen. Wir bauen natürlich hier noch die Brauereien an. Auf jeden Fall bauen natürlich hier noch mehr Brauereien an. Das muss ganz klar so sein. Wir schauen mal. Wir schauen mal, mittlerweile sind es ca. 19 und es fehlt jetzt natürlich ganz klar an Arbeiterarbeitskraft. Das ist aber alles kein Problem. Wir bauen hier oben mal noch zwei, drei Häuser aus. Das sollten wir alles noch abdecken können. Auf den Boss. Das ist kein Thema. Die Dinger sind ja... Ach ja, ich wollte ja sagen, die Brauereien befinden sich gerade im Pausenmodus. Gerade auch aufgrund deshalb, weil es mit der Arbeitskraft nicht so gut ausgesehen hat. Aber jetzt 19 Tonnen Bier. Jetzt schauen wir mal, wie sich das hier verhält. Jetzt schauen wir mal, wie das hier endlich mal vorwärts geht. Jetzt bin ich ja wirklich mal gespannt. Übrigens, die Handelskammer hier ist voll. Ne? Ihr seht's. Und auf der anderen Seite könnte man dasselbe Spielchen nochmal machen. Das heißt, wir könnten das hier wirklich treiben bis zum Umfallen. Und ich habe da ja noch so eine kleine Idee. Schaut mal, hier oben ist auch noch Platz für das restliche kleine Bier-Layout. Ist wäre alles kein Problem. Könnten wir locker machen. Hier stehen noch jede Menge Melzereien in der Gegend rum und so weiter und so fort. Wir könnten natürlich auch die Wege, könnten wir hier noch ein bisschen optimieren. Ne? Wir hatten es ja schon gesagt, wir ersetzen diese normalen Feldwege, ersetzen wir auf jeden Fall mit Pflasterstraßen. Ziehen die hier runter, das heißt, man kann deutlich schneller auch an die Lagerhäuser ran. Die Lagerhäuser haben jetzt eine deutlich größere Reichweite, ne? Gerade wenn man das sagt, hier bis hier hinter kann man auf jeden Fall besser was basteln. Dann schauen wir mal hier oben, hier ziehen wir mal noch Pflasterstraßen rauf, hier genau dasselbe. Und dann könnte man sagen, hier nach rechts wäre alles so weit wie es geht abgedeckt. Hier hinten sind noch Brauereien, hier sind noch Lagerhäuser. Hier unten wären dann jetzt zum Beispiel hier die Melzereien. Könnte man alles zum Beispiel mal mit anschalten. Thema wäre es nett. Schauen wir mal, Achtung Arbeitskräfte, 29 Tonnen in der Melzerei sind gerade zuständig und fürs Bier hätten wir 19. Das heißt, wir bräuchten hier natürlich noch jede Menge Arbeitskräfte, das ist ganz klar. Dazu müssen... Wenn die Unterdrückung ist, dann gefällt's mir. Das ist auch nicht schlecht, geil. Da schauen wir mal die hiesigen Verbrauchsteile an. Brot, Wurst und Seife. Schauen wir da mal die aktuellen Produktionsdaten an. Das ist ja eine ganz interessant, wenn man das ja so verfolgt. Von der Wurst aktuell werden 2 Tonnen verlangt. Ich denke mal, 2 Tonnen werden hier ganz da angeliefert. Es ist nicht viel. Seife 1 Tonne. Es ist alles gut. Und hier unten Brot. 2 Tonnen Versorgung aktuell vielleicht, ja, 1,7, 1,6 Tonnen. Das heißt, es ist alles noch soweit so schick. Das ist natürlich, das geht dem aus, dass das Anno so rechnet, dass die 14 Bewohner bzw. da hier komplett jetzt 20 Bewohner einziehen könnten in das Haus. Und somit wird das nicht mehr drauf gerechnet, sondern das ist schon maximal errechnet. Und ich finde das richtig gut. Hier zum Beispiel noch ein Varieté. Ich wüsste jetzt nicht genau, warum wir hier noch ein Varieté hinbauen. Wir könnten hier zum Beispiel noch, ob ihr es glaubt oder nicht, wir könnten hier nicht nur eine Handelskammer hinstellen, wir könnten hier ein Rathaus hinstellen. Und wisst ihr warum? Wegen diesen Bierstubenwirt. Könnten wir jetzt hier dafür sorgen, dass man wie zum Beispiel, schaut mal, hier oben in Stahlwerk hatten wir ja dasselbe. Ne, und Wohngebäude, deren Bedürfnis nach Wirtshaus erfüllt ist, erhalten Wurst, Brot, Bier und Kirche. Mit allem. Das ist im Prinzip nur das Wirtshaus, was wir hier anklemmen müssen. Hier an der Seite das hier. Und Wurst, Brot, Bier und Kirche müssten wir an diese Insel, an diesen Radius nicht mehr anfahren.
Das wäre kein Problem. Könnten wir hier jetzt auch... Das geht an jeder Insel. Das geht an jeder Insel. Unglaublich. Hier zum Beispiel wäre das Verhältnis, also hier zum Beispiel müssten wir uns dann wieder eine andere Richtlinie für das hiesige Regionalministerium ausdenken, weil es gibt keine Attraktivität auf der Insel, es gibt kein Museum, was man da bauen könnte und so weiter und so fort. Da müssten wir uns dann eine von den 5 Richtlinien müssten wir uns dann zurechtlegen. Ingenieurshäuser hätten wir nicht, den zoologischen Garten hätten wir natürlich auch nicht. Schwerindustrie wäre eine sehr geile Möglichkeit. Genauso wie, ja, Attraktivität, nee, wir bräuchten es auch nicht. Oder alle Produktionsgebäude an der Küste, das müssten wir dann dort dementsprechend umstellen. Oder wir schauen, dass wir da zum Beispiel auch 50 Tonnen Insellagerplatz pro Depot hinbauen könnten. Das wäre auch so eine Sache, wo ich sage, ja, das geht auch. Weil mit der Richtlinie geht es ja wirklich, wirklich vorwärts. Aber ich sage mir, da unten zum Beispiel würde ich auf jeden Fall diese Richtlinie hier nehmen. Es gibt natürlich die Produktivität, Elektrizität, weniger Arbeitskräfte und jede Menge Zusatzwaren von Farmen. Also das ist die, ich sag mal, das ist die leichte und das hier ist die schwere. Ne? Ich sag mal, die schwere dort unten auf Stahlwerk, das würde sich wirklich, wirklich lohnen. Es würde sich wirklich lohnen, kann man sagen, was man will. Hier fehlen zum Beispiel... Hier fehlen wieder Waren, aber das ist nur dem geschuldet, weil die Lagerhäuser ganz, ganz oben sind. Und das sind nur 3 zurzeit angeschlossen. Und schaut mal, die alle 3, die haben hier jede Menge zu tun. Das heißt, wir basteln hier gerne auch mal nur eins hin. So, jetzt hätten wir hier da schon mal eine deutlich bessere Auslastung. Ja, und die hier unten, die stehen ja wirklich press aneinander. Das heißt, die haben hier richtig zu tun. Ne? Ich würde sagen, wir bauen hier oben auch mal noch ein bisschen Pflasterstraße hin. Damit die hier zueinander ein bisschen schneller agieren können. Ja, das geht jetzt deutlich schneller. Irgendwie geht es ein bisschen so gefühlt den Berg runter, so wie es aussieht. Okay. Wie gesagt, in Kreta hätten wir das schon. Das Varieté hier bräuchten wir nicht. Im Gegenteil, das wäre hier absolut, das wäre hier eigentlich überflüssig. Ja, das Krankenhaus, das lassen wir auf jeden Fall noch stehen. Und jetzt schauen wir mal, dass wir, ja, vielleicht mittig, auch hier wäre das kein Problem. Hier, schaut mal, das Regionalministerium, hätten wir das hier... Wow, was für eine Reichweite, oder? Man könnte das tatsächlich auf jede Insel, auf jede Insel könnte man das bauen. Das ist der Hammer. Unglaublich. Das gibt's gar nicht. Und da könnten wir uns raussuchen, was man dann in unserem richtigen Regional, in unserem richtigen Palast, was wir für Richtlinien erlassen haben. Und die könnten wir dann auch sagen, bauen wir dann dorthin, bauen wir dorthin, bauen wir dorthin. Hier gibt es Stahl, Stahlträger, Kanonen, ja... Hier gibt es dann wieder den Zoo, hier gibt es dann wieder die Ingenieurshäuser, ja, Förderung der Künste und dann natürlich, ja, ich meine, für die Insel dort unten zum Beispiel ist das nicht so gerade gut, zum Beispiel für unser Higgs müssten wir uns dann vielleicht hier eine andere Richtlinie ausdenken oder für das Ministerium der Arbeit müssten wir uns dort unten was anders ausdenken. Zusatzwaren von Farmen würde sich da wieder lohnen, allerdings... Lohnt sich das hier jetzt nicht, ne? Das müssen wir auch so dazu sagen. Aber gut, sehen wir es mal weiter. Jetzt schauen wir mal hier unten. Jetzt schauen wir mal hier unten weiter. Mit den Bierstuben Württemberg hätten wir ja auch so eine kleine, ja, hätten wir ja zur Not auch so eine kleine, ja, so einen kleinen Boni hier auf Stahlwerk. Das wäre auch kein Problem gewesen, selbst mit dem Regional. Mit dem Regionalministerium hätten wir ja dann noch einen steigeren Boni, das wäre alles kein Problem. Ja. Die Menschen lassen sie hochleben. Das überlege ich gerade, was tun wir? Also wir gehen erstmal wieder zurück in die alte Welt. So, da müssen wir auf jeden Fall mal auf Higgs. Sollten wir dann erstmal schauen, dass wir noch ein bisschen mehr Bier produziert bekommen. Das wäre ganz, ganz wichtig. Weil wir haben ja festgestellt, das Bier zurzeit, das hakt hier ein bisschen. Ich meine, 18 Tonnen werden wieder produziert, jetzt wieder 20, 21. Es geht schon vorwärts, man muss es schon sagen, aber es ist für mich zum Beispiel noch nicht befriedigend, weil es könnte natürlich noch richtig, richtig mehr werden, weil wir haben jetzt eine Anlaufstelle mehr, die man hier ganz klar durch die Handelsrouten, die man hier ganz klar beliefern müssen. Schaut mal, mittlerweile sind es schon... Wir sollten das ja mal starten, oder? Von Higgs. Ach, von Higgs in die alte... Okay, alles klar, das war das Schiff vorhin, was uns... wo wir durch kriegerische Auseinandersetzungen da vorne nicht einlaufen konnten, bei der Enharlo.
Und schaut mal, das sind jetzt im Prinzip sind das schon 4 Bierrouten, die man von einer Insel wirklich abdecken muss. Also das ist Crown Falls. Das ist die neue Welt. Ja, genau, das ist ja die neue Welt, die wir dort anfahren müssen. Ach nee, Moment. Das war in Harlow. Schauen wir nochmal. Das war in Harlow. Dann. Genau, das war Cap Trelawney. Das war Rum für die Welt. Also es ist wirklich richtig viel. Und das ist die ganz normale Route. Dann würde ich eher sagen, stoppen wir mal das hier von Enhalo. Müssen wir ganz ehrlich sagen, dann halten wir mal das an. Da ist jetzt erstmal das Geld relativ egal. Wir müssen erst einmal so sehen, dass wir das Bier so normal, ich sag mal, dass das Bier normal so produziert wird, dass wir wenigstens erst einmal die drei Routen so erstmal beliefern können. 48 Tonnen. Ja, ich meine, das geht schon, ne? 49 Tonnen, das passt schon. Wir hatten auch nur... Ach doch, hier unten gab es eins. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Hier unten gab es noch eine Anlegestelle. Ja, das hatte ich mir schon gedacht. Schaut mal, der Archie hat wieder eine Quest für uns. Mein Magen spielt wieder von Abmarsch. Eine Zerstörungsaufgabe. Sollen wir machen? Eine Fregatte sollen wir killen. Wir suchen mal unsere Flotte. Da oben ist die Fregatte. Oh, hängt direkt bei Madame Kaina fest. Kein Thema. Ja, das lassen wir erstmal hier. Das güldene Einhorn, das lassen wir erstmal hier stehen. Mich würde wirklich mal interessieren, ob wir mit dem Bier die drei Routen komplett abdecken können. Also wir müssen ja erstmal schon eine schöne Überproduktion schaffen. Das wäre für mich persönlich schon mal und für mein Gewissen wäre es wirklich, wirklich gut und vor allen Dingen für alle Bewohner. Wäre das auch gut. 19 Tonnen. Reicht mir persönlich immer noch nicht. Muss ich euch ganz ehrlich gestehen, es reicht mir noch nicht. So, dann machen wir mal weiter. So, jetzt hätten wir... Arbeitskräftemangel. Alles klar. Alles klar, hier gibt es wieder Arbeitskräftemangel. Hier vorne hätten wir da ein bisschen was gebaut. Also hier könnten wir auf jeden Fall auch mal noch ein bisschen zugeben. Kein Holz mehr. Gut. So, dann schauen wir noch mal, wo sich unsere Schiffe gerade befinden. Also, der Clipper wäre hier unten. Bei 600 Tonnen Holz. Steuermann. Könnten wir zumindest mal Setz die Segel. Nach Hicks reinfahren, wobei mich würde mal interessieren. Ah, okay, die Zufriedenheit, die steht hier absolut optimal da. Die haben auch schon, komplett 20 Leute da. Okay. Okay, das heißt, wir bräuchten hier nur mehr Arbeiter. Man bräuchte hier wirklich nur mehr Arbeiter, das war's. Mehr bräuchte man nicht. Ich sag mal, mit einem Bierstubenwirt. Dann könnte man hier sogar sehr, sehr viel Brot, sehr, sehr viel Wurst sparen. Kirsche könnte man auch sparen, das könnte man auch wegreißen. Also es macht, ja, erwarten neue Horizonte. Es würde schon was bringen. So, 4 Häuser bei 20 Zufriedenheit, sage ich jetzt mal grob gerechnet. Das heißt, wenn wir hier mal 5 bauen würden, Rude übernehmen. Wäre das schon besser. Du fährst mal bitte zurück nach Zandostadt. Da gibt es nämlich noch genug Holz zum Abladen. Und wir schauen jetzt hier mal. Schauen mal die ganz normalen Grundbedürfnisse an. Von oben nach unten bitte. Und zwar gucken wir mal den Schnaps. Schaut mal, also Schnaps Nachfrage 11 Tonnen. Werden 22 Tonnen produziert. Alles schick. Fisch ist pari pari. Klamotten pari pari. Wurst wird angeliefert, Getreide, Brot geht auch noch, schaut mal, ne? Also passt alles, einmal frei, Seife eine Tonne, sei es drum. 21 Tonnen Bier zurzeit, die Metzereien schaffen aber insgesamt der 29, aber es fehlt natürlich noch, es fehlt Hopfen. Es fehlt definitiv hier an Hopfen. Dann könnte man das so machen, dass auf jeden Fall die Metzereien noch besser abgedeckt sind. Und eine Brauerei fehlt auch noch. Aber wie gesagt, es fehlt auch an Arbeitskraft hier. Es fehlt. 21 Tonnen Bier pro Minute macht, sagen wir mal, jede 3 Sekunden eine. Das ist schon Schiff unter Beschuss. Mächtig viel. Wie Schiff unter Beschuss. Ah, okay. Ja, das war nicht so viel mit Beschuss, ganz ehrlich. Wir sammeln ein.
So, und wo müssen wir denn? Oh, wieder bis ganz runter zum... Na gut. Bis ganz runter zum Archipel. Dort würde ich sagen, verkaufen wir auch gleich unseren Monitor. Weil wir brauchen es erstmal nicht mehr. Also ein fünftes Schiff in unserem... Das ist schon ein bisschen viel, finde ich. Was suchst du hier bei den Ausgestoßenen? Ich suche eigentlich nichts, Anne. Ich wollte eigentlich bis jetzt nur helfen. So. Schaut mal, das ist die erste Bierroute hier, die komplett über Kreta nach Zantostadt geht. Die sieht eigentlich mal gar nicht so schlecht aus. Wir beliefern da drei. Kreta, East River und natürlich auch Zantostadt. Wir beliefern dann gleich drei. Schauen wir mal, wie das aussieht. Bei der Insel 1 wird beladen. Hier unten, was fehlt da an Bier? Fehlt nicht viel, schaut mal, 12 Tonnen. 12 Tonnen Bier fehlt da. Und hier oben in East River, schauen wir mal da, was da an Bier fehlt. Da fehlen 3 Tonnen Bier. 3 Tonnen, mehr nicht. Naja. So, und dann gucken wir nochmal in Zantostadt. Da fehlen auch nur knapp 40 Tonnen. Also ich sag mal, das passt schon. Ne? Das passt schon. Wir laden hier auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen Holz zu. Und dann wird man auf jeden Fall nochmal runterfahren nach Higgs. Weil die brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Holz. Schaut mal, die Arbeitskraft ist schon wieder gestiegen. Knapp 28 hätten wir jetzt hier. Die sind eigentlich relativ alle, ja, das sind alle mehr oder weniger zufrieden. Ich würde dir trotzdem noch ein bisschen mehr anbauen, ein bisschen mehr Abgas geben hier. Weil Brot hätten wir ja auch noch ein bisschen. Ich überlege gerade, wo hier das... Ah, hier. Schönen Tag auch. Hallo. Ja, passt immer noch. Es passt immer noch. Also von dem her ist es wirklich noch optimal. 76, 77 Arbeitskraft. Das heißt, wir könnten hier locker noch eine Brauerei aus dem Boden stampfen. Ich durchbreche den Kreislauf der Armut. Das ist nicht wahr. Du kaufst einen unserer Inselanteile, lieber Doktor. Lieber Doktor. Ich meine, das ist kein Problem. Wir gehen mal auf Diplomatie, schauen uns mal an, was wir machen können. Einschmeicheln ist nahezu sicher. Dankeschön, Doktorchen. Du erklärst dich nein. Zum Angriffsziel. Ach nein. Sehr wahrscheinlich von Bente. Natürlich wie immer nett. Aber die Kohle nimmt sie. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Alle Einnahmen fließen direkt in die Stiftung. Und da ja unser Doktorchen hier uns so zu uns so böse war. Und hier sagen wir mal, schaut mal, hier gibt es zum Beispiel noch eine Insel von ihm, das ist Trust, hat aber auch 3 Eisenvorkommen und 5 Ölquellen. Das scheint sich richtig zu lohnen hier auf der Insel, ganz ehrlich. Der hatte ja auf jeden Fall die komplette Ölpipeline angezapft, hier wie es aussieht. Ja. Wo fährt denn da dieses Öl hin? Hier oben hat er alles komplett angezapft, es fehlt nur... Eine hat er nicht. Aber alle anderen 4 hat er auf jeden Fall. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Na dann, starten wir nochmal einen kleinen Besuch ab. Und machen wir mal etwas sauer. Blut wird am Ende fließen. Hier zum Beispiel hat der Doktor keine einzige Insel mehr. Gehen wir mal in die neue Welt. Da hat der Doktor zum Beispiel nur noch 2. Muss man ja ehrlich dazu sagen. Hier gibt es zum Beispiel eine Quest. Eine Bauaufgabe. Bauen Sie ein Museum. Warum soll ich ein Museum bauen? Na gut. Ach, hier kann man jetzt auch in der neuen Welt, kann man auch für die Touristen. Ja, genau. Kann man für die Touristen auch diese Mehrzweckgebäude bauen. Finde ich richtig gut. Obrero, hier kann man die Luftschiffhalle bauen. Richtig gut. Brauchen wir aber ganz, ganz viele Arbeitskräfte, also viele Obrero-Arbeitskraft. Ein Museum. Das sehe ich hier gar nicht. Okay. Oh, hier kann man es, glaube ich, nett bauen. Könnte man hier... Ja, hier könnte man zur Not eins bauen. Bauen wir mal eins. Aber das kostet Einfluss, ne? Ja. Bauen Sie ein Museum. Ein Museum auf der Insel zu bauen. Aber welche? Bauen Sie ein Museum. Ach, wahrscheinlich dort, wo wir die Quest angenommen haben. Kann das sein? Dann müssen wir es anders machen. Da müssen wir auf jeden Fall... Das Schiff meldet sich zum Dienst. Da müssen wir für das Museum auf jeden Fall ein paar Steine, Fenster und Stahl weglegen, würde ich sagen. Steine.
Fenster und Stahl. Wo gab's die Fenster hier? Sind unterwegs. Fahren wir mal mit unserem Linienschiff hier rüber, da wo wir die Quest angenommen haben. Denke ich mal, vielleicht werden wir das dort bauen, dass wir da... Kisten unter Deck. Dass wir das dann dort auf der Insel bauen sollen. Nehme ich jetzt mal an. Stahl und Fenster. Oh, nur noch 5 Tonnen Stahl. Nur 5 Tonnen Stahl bräuchten wir und 10... Entschuldigt bitte. 5 Tonnen Fenster und 10 Sie Tonnen Stahl. Sie haben es in vollen Zügen genossen. Wenn ich mir diese kleine Flüssigkeit erlauben durfte. Allererste Sahne. So, dann fahren wir zumindest mal hier rüber. Und schauen mal, dass wir noch das Museum aufgebaut haben. Das machen wir auf jeden Fall noch diese Folge. Das dauert aber mal noch 2-3 Minuten. Deshalb gehen wir noch mal kurz ins Cup. Jetzt müssen wir uns wirklich mal überlegen zu dieser... Sie geben uns eine Stimme. Es fehlt halt Seife hier. Warum fehlt hier Seife? Das verstehe ich nicht. Gibt es hier keine Seifenrute? Wir hatten noch eine Seifenrute hier, oder? Nein, hatten wir nicht. Wir hatten keine. Doch, wir haben eine Seifenrute hier. Würste, sehr viel Seife, Seife, Seife. Und zwar... Borsti, Crown Falls, Stahlwerk. Hat ich so viel Seife oder produzieren wir hier nicht so viel Seife? Ich glaube, wir produzieren hier nicht so viel Seife. Kann das sein? Zink und Messing. Hier könnten wir ja wirklich dafür mal sorgen, dass wir hier auf die Löschung der Ware warten. Ja. Ja. Wir warten hier auf die Löschung der Ware. Das würde ich machen. Genau. Wir warten hier drauf und dann können wir wieder komplett laden. Würde ich vorschlagen. Wir schauen aber trotzdem mal, warum wird hier nicht genug Seife produziert. 20 Tonnen gibt es hier gerade wieder, ne? Könnten wir aber die Seifenproduktion, könnten wir hier eigentlich wegnehmen, weil Seifenproduktion... Das ist unser Higgs. Das ist unsere Klamottenproduktion. Zurzeit mal noch, das ist Zantostadt. Die bauen wir dann mal noch aus. Und hier gibt es zum Beispiel, schaut mal, hier unten ist jetzt unsere Seifenproduktion. Und die hat ja mittlerweile so viel. Die haben ja jede Menge. Wir machen das anders, Leute, wir machen das anders. Ganz einfach, wir machen das echt anders. Und zwar werden wir da oben die Route im Cup für diese Seife, mein Lieben, die werden wir umstellen. Von Merseburg nach Crown Falls zum Wolverine Prison. Ja, das ist noch ein kleines bisschen Einnahme. Das ist ja alles kein Problem. Aber ich will trotzdem mal schauen, dass wir hier... Da hätten wir ja im Prinzip zwei. Die Seifenproduktion könnten wir hier umstellen. Das heißt, Wurst und Seife hierzu. Dann stellen wir die Seife gerade ab und stellen hier wirklich nur Wurst. Das heißt, du fährst hier die Wurst bitte durch die Gegend. So weit wie es geht. Lädst auch die Wurst natürlich hier dementsprechend ab in Stahlwerk und Crown Falls. Und mit der Seife. Und die Seife, die klemmen wir dann hier einfach irgendwie anders an. Ne, das wäre ja alles kein Problem. So, Wurst und Seife ins Cup. Das heißt, dann lassen wir die Seife komplett hier weg bei Borsti. Dann lassen wir die Seife weg und ich würde vorschlagen, wir holen uns dann ein extra Schiff. Die Menschen lassen sie hochleben. Wir holen uns dann hier oben noch ein extra Schiff. Das würde ich vorschlagen. Stopp, falsch rum. Das ist richtig rum. Hier gibt es gerade keins. Das ist auch voll. Das ist auch voll. Das ist auch voll. Hier hätten wir mal noch eins in Frachtschiff. Oh ja, hier, schaut mal. Zum Beispiel, nehmen wir mal das. Das machen wir noch. Ja, das machen wir auf jeden Fall noch in dieser Folge. Du bist auch schon gelandet. Würde sagen, wir laden dich hier komplett auf. Und dann würde ich noch auf jeden Fall hier das Museum bauen wollen. Und dann hätten wir doch hoffentlich hier die Quest fertig, oder? Schön. Sie sind schneller als der alte Jean. Wow. Okay, dankeschön. Tut mir leid, müssen wir wieder wegreisen. Ich würde jetzt noch schnell eine Route erstellen. Und zwar würde ich gerne von der alten Welt. Und zwar hier unten von East River.
Da ist ja jede Menge Seife da. Route einrichten, Handelsroute. Moment, wie? Das ging doch anders. Wie hieß es? Der kühne Kobold? Handelsroute? Ja, hier. Passt, ne? Kühner Kobold. Heidewelt. Gerne nach East River. Dann gehen wir auf jeden Fall ins Kap. Und dann fahren wir Crown Falls ab. Wir fahren dann Stahlwerk ab. Und wir fahren natürlich dann Merseburg ab. Die drei, würde ich sagen, fahren wir ab. Oder wir nehmen noch das vierte mit. Da tauschen wir 3 und 5. So würde ich dann sagen. Da laden wir hier jede Menge auf. Komplett eine Seifentour. Dann bin ich mal gespannt, ob man das von einer Insel aus so geregelt bekommt. Ich bin echt gespannt. Da freue ich mich riesig drauf, das mal auszuprobieren, weil habe ich die ganze Zeit auch so noch nicht gemacht. Und wir werden das jetzt auf jeden Fall schauen, ob wir das Ding irgendwie gewuppt kriegen. Weil 300 Tonnen da aufgeladen und dann schnell mal alle Inseln abgefahren. Ich bin richtig gespannt. Ich bin richtig gespannt, ob das funktioniert. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge, meine Lieben. Meine Lieben, ganz, ganz vielen Dank fürs Zugucken, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ganz, ganz liebe Grüße, euer Zanto. Ciao, ciao.